Da wir letzte Woche ein Video über eine Liste der mitunter schlechtesten Charakterenden aus The Walking Dead hatten und ich auch schon angekündigt habe, dass das Äquivalent, und zwar eine Liste der besseren Charakterenden in The Walking Dead kommt, ein Video, ne? Ja, sind wir hier. Das ist das Video. Eine Top-7-Liste meiner persönlichen besseren Charakterenden von The Walking Dead-Charakteren. Wie gesagt, meine Meinung, es wird definitiv große Rumore, glaube ich, in den Kommentaren geben bei einigen Sachen. Vor allem, weil ich dann im Äquivalent dazu andere Charaktere als schlechtes Ende eingestuft habe und hier diese Charaktere als besseres Ende einstufe. Natürlich ist es weder das beste Ende noch irgendwas Faktisches. Es ist simpel einfach nur meine Meinung. Und vor allem ist die Liste auch eigentlich noch endlang. Also ich habe jetzt hier nur eine Top 7. Ne, einfach der Länge wegen. Aber die Liste von Charakteren, also von The Walking Dead Charakteren mit guten Enden, die ist sehr, sehr lang. Genauso wie die mit schlechten Enden. Aber hier heute die Top 7 davon, meine Top 7. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Genau, ich hatte ja schon angekündigt, dass dieses Video quasi hier ein Zweiteiler ist. Einmal die Top 7 schlechtesten und einmal die Top 7 besten. Wie schon gesagt, es ist meine Meinung. Es ist definitiv nichts Faktisches hierbei. Es ist vor allem kein Ranking, heißt den Charakter, den ich auf dem ersten Platz habe, tue ich nicht als krassesten und den auf dem siebten als schlechtesten. Nee, es ist einfach random, einfach nur durchnummeriert. Also, ne, das vorab. Es kann hier übrigens auch zu Spoilern kommen, wenn ihr The Walking Dead noch nicht ganz gesehen habt. Aber ohne viel rumzulabern, starten wir jetzt ins Video rein. Und der erste Charakter, um den es heute geht, ist der gute Merle. Ja, Merle Dixon. Ja, ich finde, er hat ein sehr gutes Charakterende gehabt. Er hat ein sehr gutes Ende als Charakter, als Mensch, als alles gehabt. Man muss einfach mal zusammenfassen. Der Typ war eigentlich durchgehend ein Arschloch. Er wollte seinen Bro zwar beschützen, er war aber ein Arschloch. Immer durchgehend. Das ist klar, ne? Wir wissen ihn, er war ja ein wenig rassistisch hier und da und er war halt, ne, nicht so der nette Mensch von nebenan eigentlich, die man zum Kuchen einlädt. Nichtsdestotrotz hatte Merle irgendwann das Herz am rechten Fleck. Und zwar kam es da zu dem Moment, als er Michonne dem Governor übergeben wollte, um seinen Bruder und die ganze Leute im Gefängnis halt zu retten, zu beschützen. Und auf diesem Weg dahin merkt er halt, okay, es ist nicht das Richtige. Wenn ich das hier mache, ist es genauso beschissen wie vorher und ich werde weiterhin von allen gehasst. Er lässt Michonne frei und versucht mehr oder weniger im Alleingang den Governor aufzuhalten. Und man muss auch sagen, er hat es sehr gut und sehr weit geschafft. Er hat einige Leute vom Governor getötet. Und auch im Kampf gegen den Governor hätte er ihn vielleicht irgendwo besiegen können. Aber ich finde tatsächlich, der Grund, warum ich sage, dass Merle ein sehr gutes Charakterende hat, ist zum einen, dass durch sein Ende Daryls Geschichte und Daryls Charakter unfassbar aufgeblüht ist. Nach Merles Tod, wie Daryl ihn da als Zombie sieht und ihn töten muss, ist so viel Last von Daryl irgendwie abgefallen, merklich, dass sein Charakter in dem Moment einfach aufgeblüht ist für den Rest der Serie und halt auch zu einem Main-Charakter geworden ist, den wir auch alle lieben. Bedeutet, für mich hat Merles Tod oder Merles Ende nicht einfach nur den Aspekt, er hat eine gute Absicht gehabt, hat die auch fast umgesetzt bekommen. Nein, er hat uns auch quasi ein Charakter-Development für Daryl ermöglicht. Aber wie gesagt, auch einer der großen Punkte, er hat definitiv am Ende das Herz am rechten Fleck gehabt. Und ja, und uns natürlich auch ein wunderbares Daryl-Meme geliefert, ne? Ja, deswegen ist Merle auf dieser Liste drauf. Der zweite Charakter, ein Bösewicht, ein Schurke. Merle war zwar auch mehr oder weniger so leicht der Schurke, aber ja eher so ein Anti-Held. Aber jetzt reden wir mal über einen Bösewicht, und zwar Beta. Ja, viele denken sich jetzt, hä? Beta, warum gerade der? Ich hole mal ein bisschen aus. Zum einen sind ja die Whisperer in der The Walking Dead Community eher so geteilter Meinung angenommen worden. Die einen sagen, die Whisperer waren die krassesten, besten und heftigsten The Walking Dead Gegner. Und die anderen sagen halt so, ja nee, es waren halt irgendwelche Larrys und die waren halt schon lame. Sometimes it may be good, sometimes it may be shit. Ich bin irgendwie schon so auf der Seite, die waren cool. Ich muss sagen, hier und da fand ich's, manche Sachen hätten sie besser machen können. Definitiv ging das mit den Whisperern zu lange. Ich hätte viel lieber gesehen, dass Rick irgendwas mit den Whisperern gemacht hätte, weil das wesentlich interessanter gewesen wäre. Aber an für sich, die Whisperer, krass. Alpha, krass. Übel böse, übel vor allem einfach nicht einzuschätzen. Also sie macht halt einfach das, wie ihr gerade passt, so. Und ja, Beta ist halt ihr großer, böser Bodyguard, sage ich mal. Und meiner Ansicht nach ist das auch mit eines der krassesten Dinge überhaupt an Beta gewesen. Die Tatsache, Alpha war zwar das Alpha, aber Beta war der Rücken
von Alpha. Beta war mitunter der Grund, warum Alpha überhaupt ihre Macht bekommen hat. Klar, die hat auch einen Knall weg. Klar, die war knallhart. Aber Beta war der Brocken. Aufgebaut ist es ja, wie gesagt, mit Alpha, Beta und den ganzen Dingern wie so ein Rudel, ein Wolfsrudel. Und da muss man natürlich auch sagen, der Alpha von einem Wolfsrudel ist meistens nicht der stärkste. Er ist der durchsetzungsfähigste, aber die Betas sind eher die Drecksarbeit machen und die halt eher hau drauf sind, eigentlich die gefährlichen in einem Wolfsrudel sind. Und das ist das Geile an Beta gewesen, dieses blinde Machen, was Alpha sagt, dieses einfach, ich mach das, was sie sagt. Er war ja am Ende seines Lebens quasi nur noch fokussiert auf Alpha, auf ihren Plan zu Ende bringen. Und da kommen wir jetzt auch zu seinem Ende, um mal kurz aufs Video zurückzukommen. Und zwar, ich fand diese ganze Szene, wie er langsam verrückt wird, weil er Alphas Kopf, hält Alphas Kopf, er muss sie töten. Er macht sich seine Maske, repariert er sich mit Alphas Gesicht quasi. Er führt die Horde zu unseren The Walking Dead Helden. Und er fängt an, komplett freizudrehen. Er hört die Whisperer, also die Zombies, wie die Whisperer reden. Er ist Teil der Zombies, er ist Teil der Walkers geworden. Er ist eins und ich glaube, ich habe es jetzt schon in 3 Videos oder so erwähnt, allein sein wortwörtliches Ende, wie wir langsam sehen, wie sich unsere Leute in diese Horde einschleichen. Lydia macht auf Alpha und führt die Horde weg. Daryl und alle anderen haben ihre kleinen Momente, wie sie einfach in der Masse auftauchen, die Whisperer töten und wieder verschwinden. Und dann halt Negan mit, wie gesagt, ich habe es schon in 3 Videos oder so, glaube ich, eingebaut, aber allein für diesen Moment, dieser kleine Ausschnitt mit Negan und wie Daryl ihn dann rettet, Gänsehaut, und deswegen werde ich ihn jetzt hier auch nochmal einspielen. Das ist meiner Meinung nach mit eines der geilsten Enden, weil es lustig, heftig und episch zugleich ist. Das ist eines der krassesten Enden und auch das passendste, das ist nämlich wichtig, das passendste Ende für Beta als Charakter. Ein anderes hätte er nicht verdient, sagen wir es so. Und deswegen steht er auf der Liste. Als nächstes auch zu einem Charakter zu kommen, der gespaltene Meinungen, glaube ich, verteilt. Und zwar auf Platz Nummer 3 in Anführungsstrichen ist der gute Gabriel. Ja, eingeführt als unfassbar nerviger Weichei-Pfarrer, der einfach nur seinen Arsch irgendwie schützen will, der sich überall einschleimt wie so ein Parasit, um irgendwie zu überleben, der sich entwickelt hat zu einem der krassesten, badassigsten Motherfucker in The Walking Dead. Ich habe es in meiner Top-Liste schon gesagt, Gabriel ist einer meiner Lieblingscharaktere geworden. Auch wieder diese Szene eingeblendet, die für mich einfach jedes Mal Gänsehaut erzeugt. Jensen, what the hell? Jensen! Nope. No Jensen here. Call me Gabriel. The other two better back off of there next. Überhaupt nur diese Szene, die gerade abgespielt wurde, ist einfach episch und zeigt, was Gabriel für eine krasse Charakterentwicklung durch hat. Man muss jetzt hier an der Stelle sagen, ja, sein Ende finde ich, also wirklich sein Ende jetzt in der Serie, finde ich, ist eher schon wieder Richtung, okay, geht wieder runter. Aber man muss auch sagen, das Ende der Serie war halt auch einfach Friede, Freude, Eierkuchen, in Anführungsstrichen. Und er hat sein, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen-Ende ja auch irgendwo bekommen. Man muss aber hier einfach sagen, sein Ende und warum er eines der besten Enden in der The Walking Dead Geschichte hat, ist halt einfach seine Entwicklung. Seine Entwicklung von dem, wie er eingeführt wurde, zu dem, wie er an seinem Peak war, bis zu dem, der er jetzt ist. Eine unfassbare krasse Charakterentwicklung. Wenig Charaktere haben so eine krasse Entwicklung durchgemacht, finde ich persönlich. Und deswegen definitiv auf der Liste, weil er ist einfach krass geworden. Er ist einfach unfassbar krass geworden. Und das dann in Verbindung mit, er hat noch ein gutes Ende, also ein einfach glückliches Ende gefunden. Und auch wieder zu seinem Glauben gefunden, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, warum sein Charakterende so gut ist. Weil er hat seinen Glauben verloren und hat ihn aber wiedergefunden. Gut erzählt, also zu Ende erzählt der Charakter. Und er hat aber auch kein Ende, wo man jetzt sagen muss, oh mein Gott, er wurde jetzt nochmal ins Rampenlicht gedrängt. Er hatte so seinen kleinen Moment, seinen kleinen Auftritt und das war's dann. Der Charakter ist gut zu Ende erzählt worden. Krasse Entwicklung, krasser Charakter, deswegen auf der Liste. Als nächstes auf dem 4. Platz haben wir auch wieder einen Antagonist. Aber ja, dann lustigerweise gerade ähnlich wie Beta. Keinen großen Anführer, sondern eher so einen
eine rechte Hand, und zwar den guten Simon. Ja, Simon, also Negans rechte Hand. Trevor aus GTA, für die Leute, die sonst nichts mit ihm anfangen können. Ich muss sagen, sein Charakter finde ich einfach super geil. Also, ich weiß gerade nicht, der Schauspielername, er fällt mir gewiss gleich ein, aber ich weiß ihn gerade nicht. Dieser Schauspieler hat Simon einfach so eine grandiose Rolle verpasst. Man hätte wesentlich mehr von ihm bekommen müssen, sollen. Aber auch hier hat er sein Ende verdient bekommen. Er hat das Ende bekommen, was das einzige logische Ende für ihn war. Zwar wäre es cool gewesen, ihn als neuen Negan zu sehen oder zumindest als Anführer einer weiteren Gruppe. Aber das hätte auch irgendwie nicht gepasst. Es war einfach dieses, er musste die rechte Hand sein. Er wollte aber den Thron und hat es versucht, hat es aber halt nicht geschafft. Und was mich hier an seinem Ende so super, also was ich super geil finde, ist erstmal, wie gesagt, er hat einen fairen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, fairen Kampf gegen Negan gehabt. Er hat seine Chance gehabt und am Ende war er quasi auch nochmal der, der den Leuten einfach gezeigt hat, okay, Negan ist der Motherfucker hier. Negan ist der Boss, nicht ich. Auch wenn ich das Können dafür hätte, Negan ist es. Und dann diese Szene, wie er verwandelt zum Walker, an diesem Zaun gebunden ist. Ich finde es einfach geil. Ich weiß nicht warum. Natürlich, es ist kein krass episches Charakterende. Es ist nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, der Charakter wurde perfekt zu Ende erzählt. Er hat jegliche Plotlöcher sind gefüllt worden und er hat ein schönes Ende bekommen. Nein, aber für einen Schurken, für einen Bösewicht, der nach Macht gestrebt hat und sie nicht bekommen hat, ist es auch ein super geiles Ende. Ich weiß, dass hier wird zum Beispiel so ein Charakter sein, wo jetzt viele in den Kommentaren sitzen und sich denken, Alter, ja, ja, schon, aber da hätte auch jemand anderes auf dem Platz sein können und das verstehe ich vollkommen, definitiv. Es sind genug Charaktere in The Walking Dead, die ein besseres Ende haben als er, aber ich muss sagen, als Bösewicht ist halt dieses Ende nochmal immer was Besonderes. Und wenn ich jetzt so jemanden angucke wie Gregory oder die Pamela, finde ich zum Beispiel, sind Bösewichte, die kein krasses Ende bekommen haben, also kein würdiges Ende. Und da ist halt Simon weiter vorne, sag ich es mal so, wie es ist. So, kurz mal ähnlich wie im letzten Video zur Halbzeit hier mal ganz kurz schnell reingegrätscht. Es geht nochmal um mein Jahresspecial. Ja, ich habe es ja schon im anderen Video erwähnt. Am Donnerstag, liege ich jetzt richtig genau, am Donnerstag, also letzten Donnerstag Stand des Videos, ist dieser Kanal offiziell ein Jahr alt geworden. Bedeutet, das erste Video wurde Donnerstag vor einem Jahr hochgeladen. Der Kanal ist schon länger erstellt, aber es geht hier vom Video aus. Und ich plane ja das Special oder ich bin am Special, am Drehen, Schneiden, alles Mögliche. Ihr habt aber jetzt immer noch die Möglichkeit, mir ein bisschen noch Wünsche vorzuschlagen. Es wird definitiv ein Mix aus allen euren Vorschlägen werden. Es sind super viele geile Vorschläge gekommen, die ich versuche alle irgendwie so in eins zu wurschteln, in ein großes Video. Ich versuche, dass es nicht zu lang und langweilig wird, aber es wird schon eher ein lustiges Video. Aber, und das jetzt hier kurz angekündigt, gerne noch weitere Vorschläge, wie ich es noch machen könnte, also was ich noch einbauen könnte in dieses Special. Und Vorwarnung, es kommt nicht dieses Wochenende. Das kriege ich leider nicht hin. Es wird nächstes Wochenende kommen. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Das bedeutet, nächste Woche habe ich genug Zeit, um alles fertig abzudrehen, alles fertig zu schneiden und auf eure Wünsche noch einzugehen. Deswegen, wie gesagt, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, schreibt mir irgendwelche Ideen in die Kommentare. Es war zum Beispiel einmal die Idee, ich soll es wie ein Interview aufbauen. Es sind ein paar Fragen von Fragen des Tages reingekommen, die ich quasi auch dann beantworten werde. Behind the Scenes ist ja auch, steht immer noch sehr groß im Raum irgendwie. Aber wie gesagt, ihr könnt definitiv noch Vorschläge in die Kommentare schreiben. Was ich noch vielleicht Kleines, nichts Großes, Heftiges, aber irgendwelche kleinen Fun Facts oder was heißt Fun Facts, Easter Eggs, die ich einbauen könnte. Und jetzt geht's weiter. Auf Platz, in Anführungsstrichen Platz 5, ist der gute Eugene. Ähnlich wie Gabriel. Er wurde als nerviger, scheiß, dover Kack-Charakter eingeführt, der sich nur am Einscheißen war oder Rosita vollgekotzt hat. Meine Fresse, das werde ich nie vergessen. Anyways, der Typ hat auch die krasseste Charakterentwicklung durchgemacht. Er ist von einem Weichei, was auch wirklich nur wimmernd immer hinter den Leuten herrennt, die es beschützt, zu einem Macher geworden, der sich sogar für die Liebe gegen Daryl gestellt hätte. Er hätte den Kampf haushoch verloren. Aber, und das sehen wir an Daryls Reaktion, er hätte sich gestellt und das hat ihm Respekt an ihm verliehen. Und genau das ist, was ich geil bei Eugene finde. Von einem unwichtigen, kleinen, nervigen Nebencharakter zu einem richtig krass gut entwickelten Hauptcharakter, der eine eigene, interessante und coole Storyline irgendwie bekommen hat. Plus, er hat ein zu Ende geschriebenes Charakterende. Er hat mehr oder weniger ein Kind adoptiert. Er hat seine Freundin, Frau, was auch immer. Er hat seine Liebe des Lebens eigentlich, also vorherige beste Freundin quasi, also Rosita und er waren ja am Ende doch wirklich beste Freunde, hat er verloren und ist darüber hinweg, sage ich mal mehr oder weniger. Er hat das akzeptiert und er hatte eine perfekte Verabschiedung und Eugenes Charakter
einfach super zu Ende erzählt, super Charakterentwicklung, allgemein super entwickelt. Und das ist, wie gesagt, genau das gleiche wie bei Gabriel. Die zwei würde ich so ungefähr auf eine Ebene setzen, wobei ich Gabriel vom Coolness-Faktor nochmal ein bisschen weiter nach oben setzen würde, aber ihr versteht, denke ich, was ich meine. Eugene Porter auch auf dieser Liste, weil einfach super geil gemachtes Ende und wie gesagt auch die Charakterentwicklung im Verlauf der Serie super, super interessant. Außerdem unfassbar viele lustige Momente mit dem guten Eugene, wir kennen sie alle. Auf dem nächsten Platz, Platz Nummer 6, gerade noch kurz drüber geredet und angesprochen, ist die gute Rosita Espinosa. Dicke, dicke Spoiler-Alert für die Leute, die letzte Staffel noch nicht gesehen haben. Mir brennt das Herz auch immer noch, wenn ich darüber rede. Ja, Rosita ist ja leider am Ende der 11. Staffel von uns gegangen. Leider, ich muss echt sagen, leider, ich bin echt super sad. Rosita war nie so ein krasser, heftiger Charakter, den ich geliebt habe oder so, aber sie war ein Charakter, den ich schon immer gern dabei gehabt habe. Aber ihr Ende, finde ich, ist aus dem Grund auch super gut. Erstmal auch ihre Charakterentwicklung. Sie war im Prinzip am Anfang in The Walking Dead einfach nur so diese weibliche Augenweide für die Zuschauer. Kann man einfach mal so sagen, finde ich. So wurde sie eingeführt. Aber das hat sich um 180 Grad gedreht. Am Ende war sie eine selbstständige, eigenständige, ein eigenständiger Charakter, eine eigenständige Frau, die einfach badass war. Sie war cool, sie war krass, sie war schlagfertig, alles. Plus der Aspekt mit dem Kind, mit Gabriel, mit Siddiq, die ganze Situation. Super gut geschrieben, finde ich, super gut gemeistert. Und allein ihr erstes Ende, wie sie ihre Tochter da vor den Zombies rettet und sich da rauskämpft, ja, bitte spamt's nicht in die Kommentare. Doch, ihr könnt's gerne machen, kein Problem. Aber ich weiß genau, was jetzt einige sagen, das war eine super unrealistische Szene. Wirklich, 50 Zombies um sie herum und sonst sterben die innerhalb von Sekunden, die Leute, und sie haut sich da noch raus. Aber, und hier muss man einfach mal sagen, sie hatte ihr Kind dabei. Und alle kennen die Geschichten von Müttern, die ihr Kind aus einem Autowrack rausholen, indem sie das Auto hochheben, indem sie auf einmal unmenschliche Kräfte bekommen. Ja, ich würde diesen Fakt einfach hier als Joker einsetzen, weil das könnte genau der Fall gewesen sein. Vor allem, weil sie ja am Ende trotzdem gebissen wurde. Sie ist ja nicht heil daraus gekommen, sondern sie ist gebissen worden und ist dann gestorben. Unabhängig von diesem Ende und unabhängig davon, dass sie einfach, sage ich mal, einen schönen Tod hatte, finde ich. Es war einfach alles sehr schön aufgebaut. Es war zwar sehr traurig, aber alles sehr friedlich. Ich muss sagen, wie gesagt, das Ende von ihr, wie gesagt, wie sie mit Eugene redet und also überhaupt alles. Es war super geil. Und außerdem muss ich sagen, Rosita hat in der 11. Staffel mit Daryl zusammen einfach, finde ich, war nicht Showrunner. Definitiv in meinen Augen. Sie hat da so viel Screentime bekommen. Ich fand es super gut. Und ich hätte so viel gerne mehr von ihr gesehen. Das kann man jetzt zweideutig verstehen, tun wir aber an der Stelle einfach mal nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Sie ist einfach ein super Charakter und ihr Ende war zwar schade. Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, ihren Tod. Aber es war episch, es war irgendwie super krass geschrieben und auch ihr Charakter ist schön fertig zu Ende gespielt. Sie weiß, ihr Kind ist in sicheren Händen, mehr oder weniger. Es laufen halt immer noch Zombies rum. Sie ist gut zu Ende erzählt worden, finde ich, meine Meinung. So, und kommen wir nun zum letzten Charakter und das wird ganz, ganz besonders. Nämlich auf Platz 7 ist, ähnlich wie im letzten Video, der gute Rick. Ja, ne, was eine Überraschung. Und einige werden sich denken, hä, wie kann das sein? Ein gutes Ende und ein schlechtes Ende? Das macht ja gar keinen Sinn. Nö. Also, ja, es macht schon keinen Sinn, aber das ist der Plot an dem Ding. Ich habe gesagt, er hat ein schlechtes Ende, weil sie seinen Charakter einfach hätten sterben lassen sollen. Ist richtig. Haben sie nicht gemacht. Er kommt wieder und wieder und dann wieder und dann wieder. Aber er hat auch ein gutes Ende, wenn wir jetzt zum einen davon ausgehen, dass ab hier diesem Punkt Rick wirklich gestorben wäre, wäre sein Ende perfekt gewesen. Es wäre super Ende, es wäre das perfekteste Ende in meinen Augen gewesen. Wir sehen ja, er sagt selber, ne, ich habe sie gefunden. Er war, hat mit seinem Leben abgeschlossen, er hat mit sich abgeschlossen, er ist mit allem und jedem im Reinen. Er weiß genau das, was das, sein Tod rettet super viele Leute. Einfach alles war ein perfektes Charakterende. Wir haben nichts mehr von Rick, was wir erzählt bekommen müssten. Es ist scheißegal, wir kennen alles von Rick. Es ist alles safe. Neue Charaktere haben wir auch übernommen, schon während Rick da war. Und das wäre perfekt. Das wäre das perfekte Charakterende für Rick Grimes gewesen. War es aber nicht. Warum ist er trotzdem auf der Liste? Einmal, weil es das perfekte Charakterende gewesen wäre, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Serie, also die Spin-off The Ones Who Live, nicht kommen würde. Aber, und das ist der Punkt, es kommt noch. Und ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass Rick ein heftiges Ende bekommen wird. Und ich gehe auch davon aus, es könnte mit seinem Tod enden. Aber als Old Man Rick. Einfach alt, grau und an Altersschwäche sterbend, im Bett liegend, mit seiner
Familie, mit Michonne, mit Judith als erwachsenen Frau, mit RJ als jungen Mann, jungen Jugendlichen. Und das wäre für mich das perfekte Ende. Und ich gehe stark davon aus, dass Rick, vielleicht nicht das, aber in der Richtung ein Ende bekommen wird. Und deswegen steht er hier auf der Liste, weil das ist der Hauptcharakter der Serie. Auch wenn er ewig Staffeln nicht dabei war, es ist der Hauptcharakter der Serie. Und das wird ein gutes Ende für ihn geben. Also ein schönes, perfekt erzähltes Ende. Aber wie gesagt, er ist auch auf dieser Liste, weil sein Charakterstand jetzt einfach perfekt zu Ende erzählt wird. Wenn wir das Ende, die Post-Credit-Scene aus Staffel 11, weglassen und davon ausgehen, Rick wäre tot, wäre sein Charakterende perfekt. So, und das war's an der Stelle mit diesem Video. Ihr könnt jetzt liebend gerne eure Meinungen in die Kommentare pfeffern. Ihr ist egal, ob ihr komplett anderer Meinung seid oder nicht. Haut gerne eure Meinung raus, eure Liste, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin mir ziemlich sicher, einige Charaktere davon werdet ihr gar nicht nachvollziehen können und werdet sagen, bist du komplett doof. Ist voll fein, weil, wie gesagt, das ist meine Liste. Jeder hat seine eigene Meinung dazu und es gibt, wie gesagt, wesentlich mehr Charaktere, die auch ein krass gutes Ende haben. Die passen nun nicht alle auf diese Liste hier drauf. So, und wenn ihr sowieso gerade Kommentare am Schreiben seid, wäre es natürlich super, dass ihr vielleicht auch den Kanal mal auscheckt. Hier gibt es Videos rund um Filme, Serien, sehr viel The Walking Dead, aber alles drumherum. Fun Facts, Theorien, alles. Und wenn euch sowas interessiert, checkt den Kanal genauso. Ich würde mich definitiv freuen. Sonst könnt ihr auch gerne Vorschläge für das Einjahres-Geburtstags-Special weiter in die Kommentare schreiben. Und ich möchte das Video aber jetzt nicht noch länger ziehen, als es sowieso schon ist. Und würde einfach sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ich dann natürlich selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.